Der größte Fehler bei meiner ersten Diät mit 19, als ich sozusagen fett war, war, dass ich so schnell wie möglich und auf dem egal wie anstrengendsten Weg abnehmen wollte. Und was ich dann am Ende gemacht habe, war, ich habe eine Low-Carb-Ernährung gemacht, ich habe unendlich viel Cardio gemacht, das heißt, ich bin jeden Tag laufen gegangen, meistens sogar zweimal am Tag, und ich habe sehr wenig Krafttraining gemacht. Und was dann am Ende dabei rauskam, war, dass ich sehr dünn war, also ich war sehr abgemagert, am Ende bei 72,4 Kilo waren es, glaube ich, sehr dünn und natürlich immer noch nicht glücklich, weil ich immer noch dachte, ich habe zu viel Fett, ich habe viel Muskeln verloren und das Schlimmste, ich wusste nicht, wie ich danach weitermachen soll, denn ich habe meine Ernährung nicht umgestellt, ich habe einfach Low Carb gegessen, ich habe einfach Kohlenhydrate gestrichen und ich liebe Brot, Nudeln, Reis, ich meine, so gut wie jeder liebt Brot, Nudeln und Reis. Das Problem dabei war, ich wusste nicht, wie ich nach der Diät, also nach diesem krassen Gewichtsverlust, weitermachen sollte. Und das bedeutete, okay, ich bin die ganze Zeit weiter Low Carb gefahren, obwohl ich eigentlich schon sehr dünn war und obwohl ich Muskeln aufbauen wollte. Und das heißt, ich hatte am Ende Angst vor den Kohlenhydraten. Und was ich dir damit auf den Weg geben möchte, ist ganz einfach. Wähle nicht die Abkürzung, den schnellen Weg oder irgendeine Diät, die du langfristig nicht durchziehen kannst, die dir keinen Spaß macht und wo dir die Gerichte nicht schmecken, sondern stell deine Ernährung so um, dass du weißt, okay, ich kann jeden Tag Nudeln essen, ich kann jeden Tag Brot oder Kartoffeln oder Reis essen, ich muss nur die Mengen anpassen. Und das ist grundlegend das Wichtigste beim Abnehmen, die Energiebilanz. Und bei der Energiebilanz kommt es darauf an, dass du beim Abnehmen in einem Defizit bist, beim Zunehmen in einem Überschuss. Und dieses Defizit kannst du mit Kohlenhydraten oder ohne Kohlenhydrate erreichen. Ganz einfach. Und wenn du der Typ bist, der regelmäßig Sport macht, ins Krafttraining geht, Crossfit macht oder sonst was, dann brauchst du quasi Kohlenhydrate oder dann sind sie förderlich für dich, um deine Energie im Training zu haben und eben deine Muskelmasse zu halten. Wenn du derjenige bist, der keinen Sport macht, übergewichtig ist, im Büro arbeitet und einfach nur ein bisschen abnehmen möchte, dann ist es natürlich zielführender, einfach die Kohlenhydrate zu reduzieren, beziehungsweise auch hier kommt es dann auf die Energiebilanz an. Aber es ist für die Person einfacher, die Kohlenhydrate zu reduzieren, weil sie die Energie nicht im Training benötigen, um die Muskulatur zu erhalten. Natürlich ist es sinnvoll, dennoch Krafttraining zu machen, aber das ist ein anderes Thema. Also, falls du auch auf dem Abnehmweg bist und nicht weißt, wo du anfangen sollst, wähle nicht irgendeine Diät, eine Low-Carb-Diät, eine ketogene Diät, Saftfasten oder sonst was, sondern stelle deine Ernährung um, verinnerliche die Basis, die Basics des Abnehmens, Kalorienbilanz, Proteinzufuhr, was sind Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Mineralstoffe, Vitamine und so weiter und so fort, und dann wirst du auch erfolgreich abnehmen und am Ende auch wissen, wie gehe ich nach einer Diät jetzt weiter fort.